Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Gothic 3 in Nordmar, ganz weit im Osten, ganz weit im Osten, na es geht, im Nordosten. Ihr wisst ja, beim letzten Mal, ich hab's nicht geschafft, ich bin mal wieder gestorben, hab mal wieder Ewigkeit nicht gespeichert. Ja, deshalb müssen wir das Ganze jetzt leider nochmal machen, tut mir echt leid, aber das Ganze ohne euch nachspielen will ich auch nicht machen, ist auch blöd, daher machen wir es gemeinsam nochmal, oder? So, hallo lieber Eiswolf, ich weiß, ich habe euch schon mal getötet, aber ihr müsst leider nochmal sterben. So. So. Ja, es scheint so, als würde hier irgendwo in Nord mal gerade, ja, jemand ordentlich auf die Trommeln hämmern. Zumindest passiert das hier gerade bei mir vor der Haustür. Ich hoffe, ihr hört nichts im Hintergrund. Ich werde versuchen, das so gut wie möglich rauszufiltern. Wenn man doch leicht was hören sollte, tut mir das sehr leid. Ja, ja, der gute Schamane. Ihr wisst ja, die einzige Gefahr bei Goblins ist momentan die Schamanen. So. Ist okay, Leute, ich hab's verstanden. Okidoki. Läuft fast so wie beim letzten Mal, oder? Auch nicht optimal, aber relativ annehmbar. So, blöd ist natürlich dann, dass wir das ganze, ja, Orklager nochmal aufräumen müssen, aber das schaffen wir schon irgendwie. Ich bin da, aua, mal ganz optimistisch. Oh Mann, Schwert nehme ich mit, die plündern wir wieder alle, dauert jetzt wieder ein bisschen, aber ihr wisst ja, was sein muss, muss sein. So. Rostiges Schwert, Goblin. Dankeschön. Das sind aber auch gemeine Biester, ne? Muss man schon sagen. Na gut, ein bisschen die Keule beißen, ein bisschen weiterlaufen. Na gut, und dann gleich das Orklager. Stimmt ja, der war ja auch noch da. Alles gut, alles unter Kontrolle. Ah, ich war zu voreilig. Man muss halt nur ein bisschen Geduld haben. Ich war jetzt echt zu hektisch. Ich wollte jetzt unbedingt erledigen, anstatt zurückzulaufen. War nicht so gut. So, Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt schon beim Troll so hektisch war, dann kann der Kampf gegen die Orks nur schief gehen. Das ist das große Problem, was ich momentan habe. So. Na gut, probieren wir mal unser Glück. Ich glaube, hier kamen da jetzt noch Ripper, oder? Ein paar Ripperchen. Genau, hier sind sie ja. Kein Problem. So, und hier geht's zum Hammerclan. Da wollen wir noch irgendwann hin. Aber erstmal wollen wir hier lang zum Orklager. Ja, wie machen wir es jetzt am besten? Der Hirsch fällt da erstmal runter, ist auch nicht schlecht. Der eine Ork greift jetzt... Okay, die Orks greifen jetzt direkt uns an. So, wo laufen jetzt die Orks hin, wenn die jetzt rauskommen? Genau dahin, wo sie hinlaufen sollen. Ich weiß nicht, inwiefern es schlau war, den Eiswolf zu treffen, aber wir nehmen das mal so hin. Den Wolf zu treffen war insofern nicht schlau. Ah!
Hey, stopp! Erstmal regenerieren, bitte. Okay, damit sind wir wieder mitten im Kampf. Damit sind wir wieder mitten im Kampf, wollte ich sagen. So. Ja, ich höre schon, wie die ganzen Schwerter gezogen werden. Oder eben die Ork-Äxte. Aua. Stopp. Das war jetzt nicht so ertragreich, wie ich gehofft hatte. Oh Mann, da kommen sie ja wieder. Du bist kein. So, also manche Angriffe treffen von mir nicht, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum. Ich könnte schwören, wir sind nah genug am Gegner ran, trotzdem schlagen wir daneben. Da. Hä? Da. Hä? Ja! Orks können durch... Ich spare mir jeglichen Kommentar. Ihr habt hoffentlich gesehen, dass er durch seinen, ja, ne, Ork-Freund durchgezaubert hat. Fand ich jetzt nicht so schön. Okay. Das Spiel kommt gerade nicht richtig mit, weil hier so viele Kämpfe laufen. Ich sag ja, das Spiel ruckelt stark, wenn sehr viele, ja, künstliche Intelligenzen handeln müssen, glaube ich. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Du bist kein Gegner. Bleib stehen, Mama. Okay, okay. Also, dass wir hier oben gerade eben so viele Gegner im Nahkampf besiegen konnten, da oben, hier, an der Stelle, hat mich sehr, sehr überrascht. Weil normalerweise läuft das so, dass die Gegner immer kurz davor diesen schnellen Angriff ausführen und wir uns nicht wehren können. So. Okay.
Liegen ist nicht schlecht, so können wir schnell unsere Lebensenergie regenerieren. So, alles gut. Ja, wir sehen doch. Ja, dass wenn man rückwärts läuft, manchmal die Zielerfassung deaktiviert wird, ist ein bisschen umständlich. So, aber gut. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so viel kommentiert habe, aber ich bin gerade leicht konzentriert, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Jetzt wird's wieder sehr lustig. Ja, trink doch, meine Güte. So. Ja, alles klar. Mann, darf doch nicht wahr sein. Ja, okay, da waren wir gerade wieder auf dem Stein und konnten uns nicht vorwärts bewegen. Okay. Momentan ist die Umgebung etwas gegen uns, aber das sollte sich weiter aufhalten. Oh Leute, gut, dass hinten Wölfe oder so, aber das ist da hinten. Irgendwas kämpft da hinten die ganze Zeit gegen die Orks. Das ist echt super. Das hätten wir hier echt große Probleme. Oh nein. Oh nein, oh nein. Alles gut, beruhigt euch. Beruhigt euch. Oh Gott, Orklager ausgelöscht. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass hier ein Orklager existiert, Leute. Oh, um Gottes Willen. Ah. Ja, haben wir sehr viel Hilfe durch die Tiere bekommen, muss man sagen. Autsch. Oh Mann. Ich glaube, jetzt zieht gerade ein richtiger Eissturm zusammen, oder? Wie viele Orks das wieder waren. Meine Güte. Ah, ich bin gerade still und bewundere einfach nur die ganzen Sachen, die wir bekommen. Weil die im Nachhinein auch wahnsinnig viel wert sind, die ganzen Schwerter und so weiter. Vor allen Dingen in der hohen Menge.
Wow, war schon ein bisschen was, oder? Orkwaffenmäßig 29, 7. Wo sind die Schwerter? Hier oben irgendwo. Wo sind die Ork? Hier, 49. Boah, wow, ist schon nicht schlecht. Sehen wir das Lager auch mal an. Wobei ich hier jetzt keine großen Schätze erwarte. Also es ist mir vollkommen unbekannt, das Lager hier. Kriegsambus, schwere Truhe. Ist das eine Waffentruhe? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier ist gar kein Ahnengrab, ich Idiot. Hier im Orklager, das ist es. Hier ist die Waffentruhe. Ja, alles klar, das war's. Na gut, Entschuldigung, da war hier die Waffentruhe. Gar nicht im zweiten Ahnengrab. Hier ist gar kein Ahnengrab mehr, ich Idiot. Wo war denn das Ahnengrab dann? Kann ja sein, dass hier irgendwo ein Ahnengrab war, aber ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Na gut, Orklager aufgeräumt. Was ich euch nochmal eben zeigen wollte, aber sehr schön hier in der riesen Höhle. Auch nicht schlecht, da hätte man sich die Zelte auch sparen können. Grausam, oder? Der Wind pfeift hier aber ordentlich. So. Ja, was soll man sagen? Wir sind recht stark geworden, keine Frage. Der mittlere Schwierigkeitsgrad ist genau das Richtige, so macht es mir am meisten Spaß. Und wir könnten jetzt natürlich zurückgehen zum Turm, wie angekündigt, aber vorher würde ich gerne noch etwas suchen. Jemanden suchen. Es gibt eine schönere Möglichkeit, den Weg zum Turm zu finden, als bloß dorthin zu gehen. Hört sich wirr an, aber ich hoffe, ich kann meine Aussage gleich mit Leben füllen. Zwei Eisgolems, ja, ja. Ich drehe mal eben um. Das macht aber auch keinen Sinn, da kann das nicht sein. Wo war das denn, oder war das da oben drauf? Wir laufen eben zurück. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Bevor ich jetzt zu weit Richtung Hammerclan laufe, will ich mal kurz zurücklaufen. Ich würde gerne da oben drauf gehen. Auf die Klippen drauf. So. Okidoki, wie viel Gold haben wir inzwischen? 33.000. Boah, mit den ganzen Waffen, wie viele Berserker-Äxte haben wir noch? Barbaren-Schreitaxt meine ich. Abgenutzte, die würden wir verkaufen. 2. Und hier auch nochmal eine, die Klingenstäbe. Ah, wir kommen bestimmt auf gute 100.000. Da war Akashas Ahnengrab und dementsprechend müssten wir hier rechts hochkommen. So, hier links haben wir die Säbelzähne erledigt, genau. Dann laufen wir jetzt mal hier lang. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich richtig ist, aber ich weiß eben, dass hier irgendwo noch ein Nordmarer rumlungern müsste. Irgendwo hier in der Nähe.
Da! 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 Boah, der Schneesturm. Vom Sound der Wahnsinn. So. Ah, plündern wir alles. Nehmen wir mit. Plündern wir. Ob sich das jetzt vom Gold her lohnt, sei mal dahingestellt. Wir machen es einfach. Jetzt spürt der Ton ein bisschen. Autsch. Stopp. Stopp. Okay. Ich sag ja, das ist auch immer die Frage, wie sie einen angreifen. Wenn sie so einer rechts, einer links stehen, dann können wir sie mit unseren Angriffen nicht treffen. Und dementsprechend machen sie dann ordentlichen Schaden. Da. Da. Das war unfair. Das war auch unfair. Weil teilweise können uns Säbelzähne zum Beispiel angreifen, obwohl wir sie angreifen. Aber wir können sie nicht angreifen, während sie uns angreifen. Das ist so ein bisschen... ja, unfair. Juristisch gesagt nicht verhältnismäßig. Okay. So, und jetzt seht mal hier, Evoila, wir sind oberhalb der Schlucht. Ja, das hat schon mal funktioniert. So. Jetzt ist die Frage, ob wir hier überhaupt das finden, was ich suche. Oh nein, Höhennachteil. Hört auf damit. Oh Mann, oh, ich weiß echt nicht, ob ich hier richtig bin, wisst ihr das? Karte sagt so vielleicht von der Position her, es könnte hinhauen. Die greifen zu unterschiedlich an. Autsch. Mann, oh Mann.
Mann, oh Mann. Wir sind gleich beim Hammerclan. Also ich glaube, das wird nichts mehr. Mit dem, was ich gesucht habe. Dann gehen wir aber noch nicht zu Xardas zum Turm, dessen Bewohner wir noch nicht kennen. Also zum Turm gehen wir erst, wenn wir das gefunden haben, was ich gerade suche. Nämlich diesen Nordmarer. Feuerclan. Oder war das hier irgendwo? Nie im Leben. Das war nie im Leben auf dem Weg zum Feuer. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Schade, es hätte halt doch gepasst, dass es hier oben irgendwo war. Ja, ja, ihr merkt schon, hier spinnt gerade alles ein bisschen rum. Vor allem die Musik. Okay, aber wir leben immer noch, ne? Wir leben noch, das ist gut. So. Okay, jetzt haben wir den gehofften Ort nicht gefunden. Aber sind dafür so gut wie beim Hammerclan gelandet. Ärgert mich natürlich schon ein bisschen. Also Eiswürfe sind echt furchtbar. Ich hasse Eiswürfe. So, ich würde aber auch ganz gerne bald den nächsten Ort erreichen, nämlich dann den Hammerclan. Also, eine kleine Pause würde es mal wieder gut tun. Weil die klein angekündigte Wanderung dann doch echt groß ausgefallen ist. Ach so, ja? Im Sturz wieder weiter angreifen. Das ist wieder ganz fair. Mann, oh Mann. Feuernessel. Kronstücke wären wir immer noch lieber. Was sehe ich denn da? Ich hab dich in Stücke. Ein... Jetzt wirst du bluten. Ahnengrab. Da, da! In dessen Inneren Orks gegen... Da! Ja, ich sehe den Schamanen da drin. Ich habe ihn schon gesehen. Ich will es eigentlich reinstürmen und den töten, um ehrlich zu sein. Auf Schamanen habe ich gerade keine große Lust. Man könnte jetzt auch die Orks schön kämpfen lassen, sich raushalten, aber... Da fehlt ein bisschen der Spaß, oder? Da! Da!
Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Da! Also, wir sind uns hoffentlich einig, dass die Orks hier wohl gerade versucht haben, dieses Ahnengrab zu schänden. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, was hier ein Ahnengrab ist. Also, es ist wirklich hier immer wieder reiner Zufall. Also, das Orklager war nicht gewollt und das hier jetzt auch nicht. Es wird ein sehr, sehr großer und sehr, sehr, wow, umfangreicher Ausflug. Da! Meine Güte, was ist da der Ahnenstein? Tatsächlich, liegt der einfach rum. Da lag einfach der Ahnenstein. Uah. Also Skelette mit Schild sind extrem nervig. Oh Mann, was ist das hier bitte für ein Ahnengrab? Wo sind wir überhaupt? Da mitten im Gebirge, hier ist ein Ahnengrab? Alles klar, ich frag mal nicht.